Ich darf mich kurz vorstellen, wie schon gesagt, mein Name ist Martina Roemer, ich bin von Grundberuf her Psychologin und Sexualpädagogin und arbeite seit 2009 im Verein Selbstbewusst. Wir sind eben ein Verein für Sexualpädagogik und Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. Unser Haupttätigkeitsfeld ist die Schule, also wir sind sehr viel in Schulen unterwegs, geben dort Workshops, arbeiten dort sowohl mit Kindern, mit Jugendlichen, als auch mit den Pädagoginnen und auch mit den Erziehungsberechtigten. Also zu jedem Workshop machen wir auch einen Elternabend, um die Erwachsenen sozusagen auch zu informieren, einerseits, was wir machen in den Workshops, andererseits auch, um Informationen weiterzugeben, auch zu diesem schwierigen Thema. Und das darf ich, unsere Arbeit darf ich ein bisschen vorstellen und ein bisschen Sie beschäftigen sich wahrscheinlich eh schon gestern und heute damit, mit Missbrauch, da ein bisschen auch noch Informationen zu geben und wie wir diese Prävention auch umsetzen in den Schulen. Bitte, wenn Fragen sind, irgendwelche Zwischenfragen, jederzeit, dass ich auch weiß, wo Interessen sind oder was ich nicht erwähnt habe und so weiter. Gut, so, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Gut. Am Anfang möchte ich so ein bisschen über Mythen und Fakten zum Thema sexueller Kindesmissbrauch reden. Einiges ist wahrscheinlich eh schon bekannt, aber einiges vielleicht noch nicht. Diese Fremdtäterinnenschaft gegenüber diesen bekannten Täterinnen. Also man spricht ja, dass Missbrauch zu 95% von Personen begangen wird, die Kinder gut bzw. sehr gut kennen. Ja, also wirklich das soziale Umfeld ist eigentlich der Bereich, wo ganz viel passiert. Nur ca. 5% sind die Fremdtäterinnen, wo die Kinder eh genau wissen, was sie zu tun haben, also in kein fremdes Auto einsteigen etc. etc. Ist auch wichtig, dass man das den Kindern sagt, aber 95% der Vorfälle passieren eben von Personen, die Kinder gut bis sehr gut kennen. Also da muss man natürlich auch ganz anders arbeiten, weil diese Täterinnen sozusagen auch andere Strategien haben, wie sie Kinder in Situationen bringen, wo sie einen Missbrauch begehen können. Also da muss man eben nicht nur warnen und Angst machen, das ist genau das, was wir nicht wollen in unserer Präventionsarbeit, sondern im Gegenteil die Kinder stark machen und selbstbewusst machen, dass sie wissen, wo sind Grenzen und diese auch gegenüber bekannten oder sogar geliebten Personen setzen können. Ja, wir haben Täterinnen gegendert. Die momentane Forschung ist so, dass man von ca. 90% Tätern ausgeht und 10% Täterinnen vermutet. Ich sage speziell vermutet, weil da die Forschung jetzt immer mehr auch sich hinschauen traut, sozusagen, dass auch Frauen, Mütter, Tanten, Omas Täterinnen sein können. Ja. Also man muss sich vorstellen, von der Geschichte her vom Missbrauch ist es so gewesen, dass man im 20. Jahrhundert mal überhaupt gesagt hat, so etwas wie Kindesmissbrauch gibt es. Ja, Kinder werden von Erwachsenen sexuell missbraucht. Dann hat man sich eher auf die Opfer konzentriert in der Forschung, eben gesagt, okay, hauptsächlich Mädchen sind betroffen, wie dann die ganzen Fälle von institutionellem Missbrauch aufgekommen sind, hat man mehr dann hingeschaut, okay, Burschen können betroffen sein von sexuellem Missbrauch. Dann überhaupt, dass das im engeren sozialen Nahfeld passiert, hat man dann mal in den Fokus genommen, dass das eigentlich der Großteil der Übergriffe dort stattfindet. Und jetzt traut man sich eben auch hinzuschauen, okay, nicht nur Männer sind Täter, auch Täterinnen gibt es. Ja, also von dem her hinkt da das noch ein bisschen nach. Täterinnen, wie man jetzt spricht, da fallen zum Beispiel auch diese sogenannten Lover-Teachers darunter, also ältere Frauen, die sehr junge Burschen, 13-, 12-Jährige, in die Liebe einführen, sozusagen. Ja. Ist ganz klar dieses Machtgefälle da und
wird man eben von Missbrauch reden. Oder auch Täterinnen, die in einem sehr engen Abhängigkeitsverhältnis von Tätern stehen, die teilweise Kinder auch Tätern zuführen. Es ist ein problematischer Bereich, weil eben einerseits die Abhängigkeitsverhältnis da ist und viele Täterinnen, die das machen, selbst schon eine Missbrauchserfahrung haben und sagen, okay, das gehört zu einem Frauenleben dazu. Ja. Also die das selber auch nicht aufgearbeitet haben, was da passiert ist und das einfach dann eben auch ihren Kindern bzw. anderen Kindern im Umfeld weitergeben. Na, ein bisschen schwierig hier. Ja, Mädchen versus Burschen, habe ich eh schon gesagt. Man spricht, wenn man von der weiten Definition ausgeht, vom Missbrauch, die zeige ich dann gleich, was ich unter weiten Definition meine, ist jedes dritte bis vierte Mädchen, jeder fünfte bis sechste Bursch betroffen. Riesenzahl. Da werden wir gleich nochmal dazukommen, warum die Zahl so groß ist, also so hoch ist. Ja, den typischen Täter oder Täterin, den gibt es nicht. Missbrauch passiert in allen Kulturen, passiert in allen sozialen Schichten. Ja, nur gibt es halt Unterschiede, wo mehr hingeschaut wird. Ja, vom Nachbarn, der Alkoholiker ist und man weiß, misshandelt die Kinder, ist es schneller mal sozusagen, dass man den anzeigt oder irgendwie das Jugendamt einschaltet. Während wenn das die Nachbarsfamilie ein Arzt ist, ja, sehr angesehen ist, auch in der Gemeinschaft, sehr viel tut für die Gemeinschaft, ist es nun mal schwieriger, da eine Anklage zu erheben. Ja. Aber an und für sich kann man nicht sagen, Missbrauch gibt es nur, ja, wenn Alkoholismus da ist oder eher im verwahrlosten Bereich, sondern es gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten, als auch in allen Kulturen. Ja, Missbrauch passiert nicht von heute auf morgen. Da gibt es eine Situation und die wird ausgenutzt, sondern Täterinnen haben wirklich Strategien, wie sie zu Kindern Beziehungen aufbauen, wie sie die gestalten, um dann eben Situationen herbeizuführen, wo ein Übergriff, wo ein Missbrauch stattfinden kann. Ja, also es werden auch Kinder ausgetestet, können die Geheimnisse behalten oder plaudern die alles aus? Ja. Also es gibt da tatsächlich Strategien, das hat man eben herausgefunden in den 1980er Jahren. In den USA hat man Missbrauchstäterinnen befragt und wie wenn die ein Handbuch gehabt hätten, haben die genau diese Schritte aufgezählt, wie sie vorgegangen sind, um Kinder eben zu missbrauchen. Da werde ich später auch noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist nämlich auch eine wichtige Sache, diese zu kennen, weil da eben auch die Prävention darauf aufbaut. Ja, das ist auch, was in letzter Zeit immer mehr in den Fokus kommt. Die Hälfte der Täterinnen ist schon als Jugendliche übergriffig. Es geht teilweise noch früher, also in den Kindergarten rein, wo eben gemerkt wird, okay, da wird nicht hingeschaut oder die werden nie gestoppt. Und dieses Verhalten wird dann auch oft eingelernt. Ja, also daher ist es eben auch wichtig, wenn man Übergriffe oder halt so ja, sexuelle Grenzüberschreitungen beobachtet, da auf jeden Fall schon bei Kindern als auch bei Jugendlichen einzugreifen als Erwachsene. Ja, das ist nicht nur opferpräventiv, das ist auch täterinnenpräventiv, weil die Opfer merken, okay, das ist nicht okay, was der oder die da mit mir macht. Und die Täterinnen merken auch, okay, das ist nicht okay, was ich mache. Ja. Oft ist das ein eingelerntes Verhalten, später kommt das Bewusstsein schon dazu, das ist nicht okay, was ich da mache und dann werden eben diese Strategien angewendet. Aber je früher, gerade bei Jugendlichen, sagt man ja oft, naja, das Pubertät, die müssen sie ausprobieren und das gehört halt dazu, da müsst ihr die Hörner abstoßen oder sonst irgendwie. Ist aber, ja, gehört natürlich dazu, ja,
Sie müssen auch schauen, wo sind Grenzen. Aber ganz klar, wenn ich als Pädagogin zum Beispiel das Gefühl habe, das passt jetzt nicht mehr, dass ich da auch einschreite. Schwierig, ja. Aber es wäre ganz, ganz, ganz wichtig, ja, gerade Jugendliche dabei zu stoppen. Ja, Häufigkeit habe ich eh schon gesagt. Es ist sehr hohe Dunkelziffer. Die bekannten Fälle sind nur Spitze des Eisbergs sozusagen, was da tatsächlich passiert. Also jedes dritte bis vierte Mädchen, jeder fünfte bis sechste Bursch. Wir werden dann auch oft gefragt, gibt es so ein spezielles Missbrauchssymptom, wenn das ein Kind zeigt im Verhalten, dass das auf Missbrauch schließen lässt, sowas gibt es nicht. Ja, jedes Kind reagiert sehr, sehr individuell auf Missbrauchssituation. Außer körperliche Verletzungen natürlich kann man nicht sagen, das Kind hat einen Waschzwang entwickelt, also ist es missbraucht worden. Das gibt es nicht. Ja. Manche Kinder entwickeln tatsächlich einen Waschzwang, weil sie eben glauben, das Grausliche kann man irgendwie abwaschen. Manche Kinder waschen sie aber gar nicht mehr, weil sie dann glauben, naja, wenn ich stink, dann kommt mir der oder die vielleicht nicht mehr nahe. Manche Kinder waschen sie ganz normal weiter. Ja. Manche Kinder werden total schlecht in der Schule, weil sie eben ja, das überhaupt nicht mehr verkraften können, die Gesamtsituation. Manche Kinder werden aber im Gegenteil sogar viel, viel besser in der Schule, weil das so der einzige Bereich ist, den sie noch kontrollieren können. Ja, da kann ich was machen, da bin ich mächtig und da lerne ich und da mache ich und da kriege ich auch Anerkennung dafür. Manche Kinder verhalten sich ganz normal dann in der Schule, vom Leistungsniveau her. Also man kann das wirklich sehr individuell, wie jedes Kind auf Missbrauch reagiert. Wo man natürlich hinschauen sollte, sind so abrupte Verhaltensveränderungen. Wenn ein sehr ruhiges Kind plötzlich aggressiv wird oder ein aggressives Kind sehr ruhig und zurückgezogen, heißt aber auch nicht immer, dass der Missbrauch dahinter steht natürlich. Ja, es kann auch sein, keine Ahnung, dass das Haustier gestorben ist oder dass die beste Freundin weggezogen ist und. Ja. Aber es sollte sowas eben auffällig sein, einfach auch im Kopf behalten, es könnte auch ein Missbrauch dahinter stehen. Fragen dazu? Bitte. Moment, statistisch gesehen jetzt sexueller Kindesmissbrauch an. Das wenn ich höre, ja, jedes dritte, vierte Mädchen, dann schrecken sie. Also, wenn sie, fängt das an beim Platz auf den Hintern oder? Genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage an Sie gewesen. Was müsste Erwachsene machen, wo sie sagen, das ist jetzt der Übergriff, beziehungsweise das ist schon sexueller Missbrauch? Wo beginnt das? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich gebe die Frage wieder zurück. Bitte. Das beginnt dort, wo sich das Kind anfängt, unwohl zu fühlen. Das kann, wenn das Kind das nicht mag, umarmt zu werden oder es muss sich auf die erwarten, kann es das schon sein. Mhm. Wenn das Kind offen ist und das damit keine Probleme hat, beginnt es halt erst, weiß ich nicht. An sich drücken oder was, wo auch immer. Mhm. Also Sie sind schon bei den Berührungen, ja. Bei der Umarmung, das ja. Wäre schon... Genau, mit Sprache kann das auch schon beginnen, heißt jetzt noch nicht, dass das Missbrauch ist, aber da beginnt es oft schon. Ja? Gerade auch, wenn man im Beisein von Kindern so sexualisierte Witze erzählt. Ja? Kennt man vielleicht selber als Kind, ja, da haben da geredet und dann haben plötzlich alle gelacht und irgendwann war das total komisch. Ja. Fühlt man sich unwohl dabei, man weiß nicht, was da genau los ist und irgendwie lachen und schauen dann vielleicht auch irgendwie komisch an. Also da kann es schon beginnen, so diese Übergriffigkeit. Sprache, es kann eben auch mit Bildern sein, ja, also zum Beispiel pornografisches Material mit Kindern anschauen. Das ist eindeutig, was nicht kindgerecht ist. Ja. Und ja, wo Kinder einfach auch nicht umgehen können damit. Ja. Zeigen Sie auf, oder? Ja. Na, okay. Ja. Oder eben auch Bilder anfertigen von Kindern, wenn sie nackig sind.
und die eben auch dann dazu zu gebrauchen. Ja. Oder wenn man Kinder zwingt, zuzuschauen, wenn man masturbiert. Ja, ist keine Berührung, ist nichts passiert, also nichts passiert unter Anführungszeichen, also keine Berührung passiert, aber das ist eindeutig Missbrauch. Ja, das haben wir im missbräuchlichen Bereich. Berührung, ganz klar, wenn Kinder zum Beispiel sie selber im Genitalbereich berühren müssen, die Erwachsenen schauen zu oder auch gezwungen werden, Erwachsene im Genitalbereich zu berühren. Also da sind wir eh ganz klar schon bei der Berührung im Missbrauchsbereich. Aber wenn man das andere alles mit einrechnet, also diese Blicke, die Sprache, ja, Bilder anschauen und. Also das ist eben die sogenannte weite Definition, die beginnt nicht ab der Berührung, sondern die zählt alles andere auch mit. Und daher auch die hohen Zahlen. Also dass da wirklich jedes dritte bis vierte Mädchen, jeder fünfte bis sechste Bursch betroffen ist. Und wenn man so ein bisschen im Bekanntenkreis darüber spricht, kann fast jeder oder jede so irgendeine Begebenheit erzählen. Ja, damals auf der Party von der Oma oder bei der Onkel, der hat da so einen Witz erzählt oder hat da irgendwie mich so komisch angeschaut und. Ja, also sowas ist relativ häufig. Heißt jetzt noch nicht, dass das traumatisierend ist, aber da beginnt einfach schon eine Grenze überschritten zu werden. Genau. Ja, und ich habe da eben auch die Definition mitgebracht. Also sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind, entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund seiner psychischen, physischen, kognitiven oder verbalen Unterlegenheit nicht zustimmen kann. Und alle Kinder sind Erwachsene in diesen Bereichen unterlegen. Das geht noch weiter, die Definition. Der zweite Teil ist dann, der oder die Täterin nutzt die Macht- und Autoritätsposition, um die eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Und das ist jetzt so ein wichtiger Zusatz, weil beim Missbrauch geht es nicht vordergründig um die Sexualität. Da geht es hauptsächlich um diese Machtposition, also dieses Fühlen von Macht, ich bestimme über einen Körper vor einem anderen. Ich benütze diesen Körper, um mir selber sozusagen meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist hauptsächlich das, was Täterinnen suchen im Missbrauchsbereich. Vielleicht haben Sie auch schon den Unterschied gehört zwischen pädosexuell, die gern Pädophilen, wie man es auch manchmal nennt. Also das sind diese Menschen, die nur ihre Sexualität mit Kindern leben können, die sonst keine anderen Beziehungen eingehen, teilweise. Ja? Also die sexuelle Befriedigung nur mit Kindern erleben. Das gehen die Schätzungen so zwischen 10% und 20% von den Missbrauchstäterinnen, sind eben pädosexuell. Da gibt es zum Beispiel in Deutschland so Programme, wo sehr pädosexuelle Menschen melden können und dort ihnen auch Unterstützung angeboten werden, damit sie nicht übergriffig werden. Ja. Der Großteil der Täterinnen ist aber nicht pädosexuell. Die nützen eben die wollen dieses Machtgefühl erleben. Und deswegen begehen sie Missbrauch. Das sind ja Personen, die ganz normale Beziehungen führen, selber Kinder haben vielleicht, können auch sexuelle Befriedigung sozusagen mit anderen Erwachsenen erleben und nicht nur mit Kindern. Fragen dazu? Gut. Ja. Doch eine Frage, bitte. Wie viel häufiger sind eigentlich Männer Täter als Frauen? Im Moment gibt es da Forschungsprojekte. Man sagt ungefähr von 9 zu 1
von 10 Täterinnen. Aber wie gesagt, es wird auch jetzt vermehrt hingeschaut, dass auch Frauen Täterinnen sein können. Also wir gehen davon aus, dass sie die Zahlen verändern werden. Ja. Bitte. Also zum Beispiel, wie viele dieser Täter, Täterinnen selber Kinder haben? Kann man sich am allerwenigsten vorstellen. Ja, also da weiß ich keine Zahl dazu, aber eben auch viele haben eine Familie selber und es geht sogar so weit, dass manche Täterinnen auch Kinder zeugen, um diese dann zu missbrauchen. Ja, also so weit geht die Planung teilweise schon, aber ich habe da jetzt keine Zahlen dazu. Ja. Bitte. Wie weit wird es unterschieden, wenn jetzt so bei Erwachsenen hat man eher von sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch? Wird dabei Statistiken die Grenze gezogen? Oder ist das, in dem Fall ist das alles eines, oder? Mit der Sexualmündigkeit, ja, mit 14 Jahren. Haben wir einen Unterschied zwischen Belästigung und Missbrauch? Naja, es gibt keine klaren Wortlaut, was ist Missbrauch. Man spricht auch von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Also da gibt es nicht wirklich, wir sprechen eben von sexuellem Kindesmissbrauch, um das ganz klar zu machen. Das sind Erwachsene oder ältere Jugendliche, die Kinder eben missbrauchen. Ja. Ab 14 dann sozusagen wäre so diese Sexualmündigkeit dann. Und man, da ist auch wieder so ein Übergangsalter, ja, wo man dann sowieso von sexuellen Übergriffen spricht, unter Jugendlichen, unter Kindern. Aber es müssen eben, wenn diese Machtposition ausgenützt wird, ja, dann ist eigentlich vom Missbrauch sozusagen die Sprache. Missbrauch ist auch wieder so ein Wort, das jetzt schon langsam abgelöst wird, weil es gibt ja keinen Gebrauch von Kindern, also kann man es auch nicht missbrauchen. Ja. Also es setzt sich immer mehr so dieser Terminus der sexualisierten Gewalt einfach auch durch, aber wir benutzen den nach wie vor von sexuellen Kindesmissbrauch, weil es eben ja, jetzt schon relativ klar ist, was damit gemeint ist, dass Erwachsene oder ältere Jugendliche Kinder missbrauchen. Ja, ja, ich denke, es ist einfach ein großer Unterschied, ob ein Kind jetzt wirklich vergewaltigt wird oder ob er ein Witz war. Ja. Dann sind wir wahrscheinlich alle irgendwann einmal missbraucht worden. Naja, also eine Belästigung ist für mich sehr wohl was anderes als ein richtiger, übergreifender Missbrauch. Ja, es ist einfach ein. Ja, alles zusammenwerfen. Dann ja wahrscheinlich jedes dritte, vierte Mädchen, weil das Kind ja, war. Ja, sagen wir mal, einen Witz hat wahrscheinlich jeder schon gehört. Ja, als Kind natürlich. Ja. Das ist aber auch wichtig, das einfach auch mitzudenken in der Prävention, weil sozusagen das auch so diese Einstiegsübungen unter Anführungszeichen für Täterinnen sind. Ja. Manche machen das auch sehr unbewusst, sage ich mal, aber manche setzen das auch bewusst ein. Wie reagiert das Umfeld? Sagt da wer, hey, pf, pass auf, da sind Kinder anwesend. Ja, dann wird es schon schwieriger sozusagen. Aber wenn das alle lachen und die Kinder mitlachen sozusagen, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen, dann ist das vielleicht eine Gruppe oder ein Umfeld, wo auch noch mehr möglich wäre. Ja, manche setzen das bewusst ein, manche ist halt, ja, hat man halt nicht geschaut, dass da ein Kind anwesend ist und so weiter. Aber es ist halt wichtig. Ich habe auch nicht gesagt, dass diese Übergriffe traumatisierend sind oder dass wir selber missbraucht worden sind. Aber das sind auch diese Dinge, wo einfach eine Anbahnung dann möglich wird. Ja? Bitte. Ich wollte mich nur ganz kurz einschalten. Und zwar ist es ja der Unterschied in der Statistik. Ich bin jetzt Polizistin, ja, und ich arbeite zum Beispiel, wenn ich jetzt noch nicht vorgreife, wenn ich nachher noch genauer darauf ein. Wenn eine Straftat, da gibt es eine Kriminalstatistik, wo welche Delikte angeführt werden, welche an sie gebracht werden. Und da gibt es ja den Unterschied zwischen Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung und die ganzen Sachen. Das werde ich später dann noch erklären, aber das ist nicht gleichzustellen mit einem Missbrauch von der Statistik her, was dann Fakt von der Polizei zur Anzeige gebracht wird. Aber nur vielleicht auch deswegen, ganz kurz mein Einwand, die rechtliche Statistik ist ja ganz anders. Ja, die strafrechtliche Definition von Missbrauch ist eine ganz andere. Genau.
Ja. Wir arbeiten mit dem, weil das eben für die Prävention wichtig ist. Ja. Dass man diese Bereiche einfach schon wahrnimmt, dass man die sieht, ja, dass da schon Übergriffe passieren und dass da man da auch schon eingreifen könnte. Ja. Die strafrechtliche Definition von Missbrauch ist ganz andere. Ja. Das beginnt ab der Berührung und. Ja. Ja. Nur, dass das jetzt hier vermixt wird, weil genau. Viele Leute aus der Bevölkerung glauben dann immer, die Statistik bei der Prävention ist keine Statistik, wo es aufscheint, aber der Polizei arbeitet. Ja, danke für die Klarstellung. Wie schon gesagt, Täterinnen haben bestimmte Strategien, um auf die Zeit schauen, um an eben Situationen zu schaffen, um Missbrauch zu begehen. So grob gesagt, ganz schnell, es passiert da ganz, ganz viel Beziehungsarbeit mit den Kindern. Ja? Es werden so bestimmte Kinder, gerade wenn es innerfamiliär ist, ist sowieso eine Beziehung da, ja, die dazu genützt wird. Beziehungsweise wenn es im etwas weiteren Umfeld ist, zum Beispiel in Sportvereinen und so weiter, wird da ganz viel Beziehungsarbeit vor allem mit Kindern gemacht, die auch so ein bisschen ausgewählt werden, sozusagen, die auch extrem bedürftig sind. Ja. Die wie auch immer Bedürftigkeit haben und diese dann eben der Täter eben auch ausnützt. Da wird viel Beziehungsarbeit gemacht. Und das ist eben auch das Schlimme beim Missbrauch, ja, weil da eben dieses Vertrauen kaputt gemacht wird, mehr oder weniger. Sie lassen dann also Testballons los, Täterinnen. Keine Ahnung, ist man mal alleine im Badezimmer sozusagen und streicht mal über den Hintern und so weiter und mal schauen, wie das Kind reagiert. Rennt sofort zur Mama, erzählt das oder sagt gleich, hey, lass mich in Ruhe, ich will das nicht. Oder wie auch immer. Ja. Da wird dann eben auch gleich mal geschaut, okay, hält das Kind dicht, wenn ich sowas mache oder wird das erzählt oder wehrt es sich gleich und so weiter und so fort. Also das wird dann langsam aufgebaut. Das Kind bekommt also eine besondere Stellung. Ja. Dass irgendwie so Aussagen kommen, deine drei Geschwister sind auch total nett, aber du bist ganz was Besonderes. Ja. Oder ja, es wird dann eben auch so mit Geheimnissen geschaut, können sie ja Geheimnisse behalten. Irgendwie so, okay, ich kaufe da, heute ist total kalt draußen und es regnet, aber ich kaufe da Eis, darfst du aber nicht der Mama sagen. Ja. Wenn die Mama dann am Abend dann da kommt, dann spinnst du, wie kannst du mein Kind Eis kaufen, wenn es so kalt ist? Okay, keine Geheimnisse behalten. Also wird immer wieder so ein bisschen angetestet und geschaut, wie reagieren auch die Kinder auf diese Dinge. Und wenn dann Übergriffe auch mehr werden und stärker werden, wird auch mehr Druck aufgebaut. Ja, da setzt dann auch diese Gefühlsverwirrung ein. Also den Kindern wird eine nicht offensichtliche Wahl gelassen. Soll ich dich jetzt am Popo streicheln oder am Penis? Was ist da lieber? Und wenn das Kind dann sagt, am Popo, dann sagt der Täter später, ja, du hast ja gesagt, ich soll dich dort streicheln. Also das wird dann ganz verkehrt dargestellt. Ja, und so geht es eben weiter, es wird dann auch Druck gemacht, also je mehr größer die Übergriffe werden, desto mehr Druck wird auch gemacht. Das heißt, wenn du was erzählst, dann muss ich ins Gefängnis und du musst ins Heim. Da setzt auch diese Schuldumkehr ein. Also nicht, weil ich was falsch gemacht habe, bin ich schuld, sondern weil du was erzählt hast. Und wenn das dann tatsächlich passiert, bei einem Aufdecken von einem Missbrauch, fühlen sich die Kinder sehr, sehr schuldig. Ja, ich habe was erzählt, darum hat jetzt der Papa weg müssen oder ich muss ins Heim oder was auch immer passiert. Also das muss man eben auch bedenken, wenn man eben bei einem Missbrauch drinnen ist, dass da ganz viele Faktoren drinnen sind. Also das sind so im Schnelldurchlauf jetzt einmal die Täterinnenstrategien.
Und ist eben auch wichtig zu wissen, weil die Prävention eben darauf aufbaut. Die Prävention, so wie wir sie kennen, ruht auf drei Säulen. Die erste Säule ist Selbstwert stärken. Ja, selbstbewusste, selbstwertstarke Kinder werden nicht so leicht Opfer. Davon gehen wir aus. Ja, also Kinder, die wissen, ich bin was wert, die das auch mit vermittelt bekommen. Also das haben wir jetzt eben auch bei den Eltern bzw. in der Schule. Wir unterscheiden da eben zwischen den Seinsgeliebtwerden und den Tunsgeliebtwerden. Das Seinsgeliebtwerden ist so diese Botschaften, ich hab dich lieb, weil es dich gibt. Punkt. Keine Bedingungen oder sonst. Nur weil du da bist, habe ich dich lieb. So wie du bist, musst nicht irgendwie anders sein, genau so. Ja? Und dieses Tunsgeliebt wäre dann dieses klassische Lob, dass man Kinder einfach auch lobt, was sie gern machen oder gut machen. Jetzt nicht nur Noten in der Schule, auch andere Dinge. Keine Ahnung, wenn sie gern auf die kleinen Geschwister aufpassen oder den Tisch decken. Also auch so Kleinigkeiten, was sie gerne und gut machen, dass man es da auch eben sehr viel stärken kann. Und das Seins und das Tuns geliebt sollte so ungefähr die Waage halten. Ja? Es ist meistens so, bei kleinen Babys ist das Seins geliebt noch sehr groß und das verändert sich dann relativ stark in das Tuns geliebt. Ja? Aber es sollte immer ungefähr gleich bleiben. Das ist so die erste Säule, eine wichtige Säule. Die zweite Säule ist auch sehr wichtig, das sind alle drei wichtig natürlich, es ist die gute biologische Aufklärung. Ja? Kinder, die gut aufgeklärt sind, wissen, was Sexualität ist, nämlich eigentlich was Schönes, wenn zwei Erwachsene oder ältere Jugendliche miteinander machen wollen, aber dass das kein Erwachsener mit einem Kind machen darf. Und Kinder, die auch eine Sprache haben zur Sexualität, können sie zum Beispiel auch leichter Hilfe holen, wenn mal irgendwas passiert. Jetzt nicht nur ein Missbrauch, aber auch wenn sie eine Verletzung haben im Genitalbereich, wenn sie da sagen müssen, da unten, ja, wenn ich da keine Sprache dafür habe, macht es schwieriger, sich Hilfe zu holen bzw. sich anzuvertrauen. Aber wenn ich eine Sprache dafür habe, dann macht es das nochmal einfacher. Ja, das mache ich jetzt vielleicht auch relativ schnell durch. Was ist eine altersgerechte Aufklärung? Idealerweise ein lebensbegleitender Prozess. Ja, das ist nicht das eine Gespräch, wenn man 10 Jahre alt ist, wo sich jetzt der Mama und der Papa mal eine halbe Stunde Zeit nimmt und aufgeklärt wird, sondern Kinder haben schon von Anfang an relativ viele Fragen zum Wie bin ich entstanden? Ja, mit ungefähr 3, 4, 5 Jahren merken sie, okay, Gott, wenn es im Sommer draußen nackig umhergelaufen wird, da gibt es so Kinder, die schauen so aus wie ich und Kinder, die schauen anders aus. Was ist da der Unterschied? Ja? Also kann man schon sagen, Mädchen haben eine Scheide, Burschen haben einen Penis. Jetzt, natürlich kann man auch Kindersprache verwenden dafür, aber auch Scheide und Penis ist den Kindern zuzutrauen sozusagen. Das Problem haben wir Erwachsene, wir sagen, das sind erwachsene Wörter. Kinder ist das ganz egal. Ja, Hauptsache, sie haben einen Begriff dafür. Ja, dann stellen sie sich oft die Frage, gerade wenn Geschwister auch noch in der Familie kommen, warum haben die so einen dicken Bauch? Ja, also da werden schon die ersten Fragen, wie bin ich entstanden, tauchen da auf. Mit 5, 6, dann interessiert es, okay, wie kommen denn die Babys da raus? Und dann, wie kommen denn die Babys da rein? Und spätestens da sollte man Antwort auf die Frage parat haben, in kindgerecht eben, wie man das beantworten könnte. Aber Kinder merken auch ganz schnell, wenn so Fragen abgeblockt werden. Gesagt, wenn ich komme, du, wie entstehen Babys? Wenn die Mama hochrot wird und der Papa sagt, du geh zur Mama, dann habe ich da, das ist aber auch, sozusagen eine Sexualerziehung. Also man kann auch nicht sexual erziehen, weil wenn die Kinder merken, darüber wird nicht gesprochen,
ist auch Wertevermittlung. Ja, also von dem her ganz klar. Ja, für uns auch wichtig, dass Sexualität eingebettet ist in eine Beziehung, nicht losgelöst ist davon. Also in unseren Workshops besprechen wir das auch immer. Zuerst Beziehung, was ist mir da auch wichtig? In Beziehungen mit Kindern arbeiten wir da zu Freundschaftsbeziehungen. Das ist eine Beziehungsform, die sie schon sehr gut kennen. Wissen auch, dass wichtig ist, dass man Spaß miteinander hat, dass man miteinander vertrauen kann, dass man, wenn man Hilfe braucht, zum Freund gehen kann, wenn man Fußball spielt und. Ja. Und dann eben die Frage, naja, wie ist denn das, wenn Erwachsene sich verlieben und eine Liebesbeziehung haben? Kommt da was weg? Viele Kinder sagen, ja, das Spielen kommt weg. Da sagen wir, naja, für Erwachsene spielen natürlich auch miteinander. Aber was kommt denn dazu? Und dann geht es meistens los. Ja, das Wort, das S-E-X, das trauen sie sich dann meistens noch nicht sagen. Ja. Genau, das kommt einfach dazu, dass man sich körperlich nahe sein möchte. Und das Allernächste, eben wie man sich kommen kann, wenn man verliebt ist, eben wenn man Sex hat zum Beispiel. Und das Küssen kommt dazu und das Händchen halten. Und dann sagen die Kinder meistens, Wah! Und das ist total kindgerechte Reaktion auch, weil Kinder eben mit erwachsenen Sexualität nichts anfangen können. Wie kann das was Schönes sein? Das verstehe ich nicht. Ja? Und es ist okay, und da kann man auch ganz elegant wieder die Prävention mit reinbringen, zu sagen, ja genau, Kinder können sich das nicht vorstellen, darum darf das auch niemand mit einem Kind machen. Ja? Also ist auch ganz wichtig. Ja, Gefühle wahrnehmen, ausdrücken, ist eh ganz klar, nicht nur die positiven Gefühle, auch die negativen Gefühle. Erfahrung von Behutsamkeit, Zärtlichkeit, dass wenn man jemandem nahe ist, das auch wichtig ist, dass man aufeinander schaut, was mag der andere, was mag ich nicht, wie kann ich das auch sagen und wie kann ich das zeigen und. Ja. Lustvolle Wahrnehmung des eigenen Körpers, einfach auch so Situationen benennen können, wo geht es mir denn gut im Körper, wann bin ich denn zufrieden. Gerade in der Pubertät eine schwierige Zeit, wenn sich alles verändert, das wird alles größer und länger und ich kann mich nicht mehr gescheit bewegen. Oder es tut auch weh teilweise, wenn man zu viel wächst auf einmal. Trotzdem auch immer wieder schauen, bei welchem Sport zum Beispiel geht es mir gut. Auch natürlich das Thema Selbstbefriedigung, ja, dass das auch okay ist, aber halt nicht überall. Ja. Das ist ja, drei, also gerade jüngere Kinder, also im Kindergarten oder Anfang Volksschule noch, würden ja das teilweise schamlos überall machen. Aber das auch wichtig ist, da Grenzen den Kindern zu geben. Ja. Dass das im Zimmer, wenn man alleine ist, okay ist, aber eben nicht, wenn die Oma einen 90er feiert, ja, wo alle da sind. Das Selbstbefriedigung. Früher hat man immer gehört, Selbstbefriedigung ist schädlich. Das gibt es ja Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Aber wir machen auch Kurse mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und da ist das noch ein ganz großes Thema. Also da ist wirklich auch noch Selbstbefriedigung ist schädlich. Das macht man nicht, weil da werde ich krank oder da passiert irgendwas. Also das ist, das kommt wieder sozusagen. Die Mythen sind wieder da. Vermittlung von Informationen, also auch wirklich die Hard Facts sozusagen, ist auch wichtig, dass sie die Kinder eben auch beim Thema auskennen, beim Thema Sexualität, weil dann die Gefahr von den Miterzieherinnen nicht so eine große ist. Und Missbrauchstäterinnen nützen das auch oft aus. Das sagen auch Übergriffe, sind sozusagen Aufklärung. Ja, die Kleine wollte ja wissen, wie ein Zungenkuss geht, also habe ich ihn erzeugt. Ja, also das ist auch oft was, wo dieses Unwissen der Kinder dann eben auch einfach ausgenützt wird.
ja, das kommt eh noch, glaube ich, Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Rollenverhalten, also auch, wie gehen Männer, Frauen miteinander um, Gleichberechtigung etc. etc. auch wichtig. Anerkennung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt ist für uns auch ein wichtiger Wert, weil da auch ganz viele Übergriffe auch passieren auch unter Jugendlichen, beziehungsweise viel Mobbing auch in diesem Bereich dann passiert. Ja, Verarbeitung von Beobachtung sexueller Verhaltensweisen bei Erwachsenen, zum Beispiel Internet. Also es gibt eben auch Untersuchungen, Studien, dass 100% der 12-jährigen Burschen schon mal ein Porno gesehen haben. Also das geht auch immer früher runter, also teilweise im Volksschulbereich haben wir dann eben Fragen da, wo man ganz klar weiß, okay, da ist ein Film geschaut worden. Ja. Und es ist auch wichtig, einerseits das irgendwie versuchen zu verhindern, dass Kinder zu diesen Materialien kommen, aber andererseits auch zu wissen, man kann es nicht verhindern. Ja. Wenn ich auch daheim gute, also so Sperrsoftware habe, geht das Kind dann zu einem älteren Jugendlichen und am Handy wird es gezeigt oder sonst irgendwie. Also man darf aber die Kinder deswegen auch nicht damit alleine lassen, sondern es ist ja wichtig, mit ihnen über diese Themen zu reden und auch ganz wichtig, dass das nicht die Realität ist. Ja. Ist das aber das Erste, mit was Kinder in Kontakt kommen bezüglich Erwachsenensexualität, kann das auch ziemlich schocken. Ja. Also und das sind dann Bilder, die man dann nicht mehr so leicht aus den Gehirnen rausbekommt. Deswegen ist auch wieder eine gute Aufklärung auch Schutz davor. Weil Kinder können das dann auch besser einordnen, was sie da sehen, beziehungsweise Jugendliche dann. Ja, und das habe ich eh schon erwähnt, eine gute Aufklärung ist einfach auch die Prävention von sexuellem Missbrauch. Fragen? Ja, die dritte Säule ist dann eben diesen Täterinnenstrategien entgegenwirken, was ich vorher gesagt habe. Und das sind diese Präventionssätze, die Sie wahrscheinlich eh schon kennen. Mein Körper gehört mir. Ja, dass man ganz klar eben mit Kindern immer wieder die Botschaft gibt, was mit deinem Körper passiert, das bestimmst du. Ganz allein du. Dann haben wir in den Klassen so dritte, vierte Volksschule, ich muss heute zum Zahnarzt. Wie ist denn das da? Ja? Darf ich da auch Nein sagen? Klar, man kann schon Nein sagen. Aber Kinder können da eh relativ gut schon unterscheiden, was ist jetzt dann notwendig, was mir jetzt vielleicht nicht so gefällt, was würde passieren, wenn ich nicht zum Zahnarzt gehe. Ja, also es wird irgendwann vielleicht mal ein Loch im Zahn sein und dann tut mir das erst recht weh. Also ist ganz klar, dass es so Dinge gibt, wie zum Beispiel Zahnarzt zu gehen, wo man trotzdem hingehen muss. Würde aber der Zahnarzt mich irgendwie da am Oberschenkel oder am Popo streicheln, das darf er auch nicht. Ja? Und eben auch, sagen eben auch den Kindern, dass auch Ärzte eben erklären, was sie da machen, warum sie das auch machen, warum sie einen berühren. Und ich darf auch zu einem Arzt zum Beispiel sagen, ich möchte das nicht. Ja? Aber er wird dann erklären, warum er das vielleicht trotzdem macht. Ja? Also von dem her auch wichtig. Ja, ich darf Nein sagen. Da sagen die Eltern dann alle, das brauchen sie mein Kind nicht lernen. Ja? Ja, aber wir fragen dann die Kinder im Workshop auch oft, wo ist es denn einfacher, Nein zu sagen? Zu Personen, die man nicht kennt oder zu Personen, die man lieb hat? Und dann sagen die Kinder zu 99% zu Personen, die man lieb hat. Warum ist es da so schwierig, Nein zu sagen? Ja, weil die dann vielleicht glauben, man hat einen nicht mehr lieb. Ja,
oder sie sind beleidigt. Ja. Und das ist genau das, was auch Missbrauchstäterinnen immer wieder ausnützen. Ja. Wenn du mich lieb hast, dann machst du das und das. Ja. Und auch, dass ich Nein sagen darf zu Erwachsenen, die ich gern habe und die mich trotzdem dann auch noch lieb haben, ja, ist eine super Prävention. Ist ganz wichtig, den Kindern auch zu vermitteln. Ja, meine Gefühle sind richtig. Ist auch was, habe ich eh schon erwähnt, dass Täterinnen auch diese Gefühlsverwirrungen machen. Ja. Und, oder eben auch zum Beispiel sagen, bist ein komisches Kind. Alle anderen Kindern gefällt das. Ja. Oder wirst sehen, machen wir das ein paar Mal, dann gefällt es dir schon. Ja. Also auch wirklich Kindern zu sagen, das Gefühl, was ich habe, ist richtig. Ja, und wenn alle ein kurzes Leiberl haben und mir ist total kalt, ist mein Gefühl trotzdem richtig. Aber alle anderen sagen, ich spinne ein bisschen. Ja. Von dem her auch wirklich so, Gefühlearbeit ist eben auch wichtige Präventionsarbeit. Ich entscheide, welche Berührungen ich haben mag. Da kommen die Kinder ganz schnell mit Beispielen. Ja, die Oma. Wenn ich da bin, wenn die Oma kommt, dann gibt mir die immer so ein Busserl. Und ich mag das nicht, weil die hat so ein ganz starkes Parfüm drauf. Das mag ich nicht. Ja. Oder das durch die Haare buscheln. Ja, das sagen auch Kinder, boah, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Da geben wir natürlich auch ein bisschen Tipps den Kindern, ja, dass man auch sagen kann, du Oma, ich hab dich total lieb, aber das Busserl mag ich jetzt nicht mehr. Mach mal einen coolen Handschlag oder so irgendwie. Ja. Also, genau. dass man diesen Satz, warum magst du mir kein Busserl geben, hast du mich nicht lieb, gleich ein bisschen vorweg nimmt. Ja? Dass man sagt, du Oma, ich hab dich total lieb, aber für das Busserl bin ich einfach schon zu groß. Ja? Also, dass man da auch wirklich Nein sagen darf und halt vielleicht Alternativen anbietet. Genau. Und darf ja immer wieder neu entscheiden, ob ich diese Berührung mag oder nicht. Ja? Wenn ich gern mit der Mama Samstag früh kuscheln tue im Bett, super. Aber vielleicht habe ich am Freitag einen totalen Streit gehabt mit der Mama und heute mag ich halt nicht kuscheln. Ja? Muss ich nicht machen, wenn ich das nicht will. Nächsten Samstag geht es ja vielleicht wieder. Ja? Also von dem her immer wieder neu entscheiden. Ja, Geheimnisarbeit auch wichtig. So unterscheiden, lernen für die Kinder, was sind gute Geheimnisse und was sind schlechte Geheimnisse. Wir nennen das die Herzklopfgeheimnisse und die Bauchwehgeheimnisse. Herzklopfgeheimnisse sind so die, wo die guten Geheimnisse, wo es allen gut dabei geht. Wir haben in der Schule ein Muttertagsgeschenk gebastelt und ich gehe jetzt da nicht heim, du Mama, ich schenke dir das und das, sondern wartet man, bis Muttertag ist und dann fupp, gibt man es der Mama und alle freuen sich hoffentlich. Bauchwehgeheimnisse ist oft so, weil ich weiß, okay, eigentlich sollte ich das weitererzählen. Beispiel, zwei Kinder spielen, Fensterscheibe kaputt. Der eine sagt zum anderen, du, das erzählen wir nicht, sonst kriegen wir ganz eine schreckliche Strafe. Ja? Und wenn das Kind dann kommt und trotzdem erzählt, ja, sollte man in erster Linie, ich weiß, da ist auch viel Emotion da, aber sollte man in erster Linie einmal den Mut loben, dass man das erzählt hat und dann natürlich überlegen, welche Konsequenzen man sich ausmachen kann, aber nicht gleich, um Gottes Willen, du schon wieder und da. Ja? Das weiß man ja selber, würde man zu so jemandem nochmal kommen und was Schlimmes erzählen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Das ist natürlich auch, wir reagieren Erwachsene. Und wenn man schlechte Geheimnisse hat, ist das dann auch kein Petzen zum Beispiel, weil Kinder sagen das auch oft, ja, das ist ja dann Petzen. Ja? Sondern das muss man dann ganz klar eben unterscheiden, das ist kein Petzen, sondern das ist ein Hilfe holen. Ja, wenn es mir schlecht geht, darf ich mir immer Hilfe holen.
Und das kann man auch lernen. Und da sind wir Erwachsene natürlich auch immer wieder Vorbilder. Auch immer wieder mal erwähnen, ja, da habe ich mich nicht auskennt und da habe ich mich dort und dort erkundigt oder da ist mir total schlecht gegangen, dann bin ich dorthin gegangen und habe das erzählt. Also jetzt nicht, dass man den Kindern die Probleme erzählt, aber einfach immer wieder sagt, wo man sich Hilfe geholt hat. Ja. Oder das weiß ich jetzt gar nicht, das muss ich erst nachschauen. Ja. Einfach auch immer wieder ganz klar das machen. Und wichtig ist auch, weil wir eben auch davon ausgehen, dass in Workshops Kinder drinnen sind, die Missbraucherfahrung haben. Dieser Satz, wenn jemand etwas Schlimmes mit mir macht, bin ich nicht schuld. Um eben diese Schuldumkehr zu nehmen. Weil sie Kinder gerade beim Missbrauch oft sowieso die Schuld geben. Ja, ich bin ja immer wieder hingegangen, ich habe ja nicht Nein gesagt und. Ja, ganz klar, auch wenn ich das alles nicht gemacht habe, bin ich nicht schuld, sondern derjenige, der das gemacht hat. Ganz wichtiger Satz eben, um eben die Schuld zu nehmen. Und das ist auch gerade, wenn Kinder kommen zu einem und erzählen das, dass man da auch, oder erzählen von einem Missbrauch oder einem Übergriff, da gibt es auch so Fallen ein bisschen, wo man Kinder dann auch so Botschaften wieder vermittelt, dass sie da schuld sind, wie zum Beispiel, ja, warum bist du nicht früher gekommen? Ja? Oder warum bist du da wieder hingegangen? Ja? Oder diese Dinge, sondern in erster Instanz wirklich mal zu sagen, okay, es ist total mutig, dass du das erzählst und dann eben weiter zu schauen, was kann man sonst noch machen. Also da ein bisschen Vorsicht mit der Wortwahl dann. Ja, das sind eben die Präventionsgrundsätze und die drei Säulen, wie auch wir unsere Workshops aufgebaut haben. Also diese kommen immer wieder vor auch. Gibt es noch Fragen? Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar mit Mädchen mit Migrationshintergrund. Das hat sich jetzt eher schon erwähnt, weil die haben teilweise ganz für unser Empfinden ganz ein gestörtes Verhalten dem Alter entsprechend. Mhm. Da habe ich in der vierten Armee und die sagt, es wird immer ganz schlecht, wenn da darüber gesprochen wird, zum Beispiel in Biologie. Mhm. Und da ist ja die Mutter ist überhaupt nicht präsent, ich meine, das ist ein Moslem. Und da ist eben der Vater, der immer die Kontaktperson ist. Mhm. Und inwieweit habt ihr da ein Angebot eben auch, um diese Mädchen irgendwo zu begleiten? Weil ich denke, das einfach zu ignorieren, ist auch nicht so gut. Das stimmt, ja. Das ist auch was, wo wir noch lernen in dem Sinn. Aber wir, gerade wenn Mädchen mit Migrationshintergrund drinnen sind, sagen wir, betonen wir diese Freiwilligkeit immer wieder. Ja? Dass alles, was wir da machen und besprechen, eben freiwillig ist. Ja? Und das ist oft was die Kinder dann im Workshop drinnen behält, sozusagen. Also, dass sie wirklich die Wahl haben, okay, das ist mir jetzt zu viel, ja, da gehe oder da höre ich weiter zu. Und wenn wir das aufmachen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass da ganz, beziehungsweise da noch nie wer rausgegangen ist dann. Also, wir betonen dann wirklich auch diese Freiwilligkeit dann. Diese Sachen hören wir auch ab und zu, ja, da wird man so schlecht dann, wenn man drüber redet. Ja, das ist aber eigentlich auch ganz klar, dass da in der Herkunftsfamilie das eigentlich ein verbotenes Thema ist und sie die Kinder auch oft damit schützen, dass sie eben dann rausgehen dürfen, wenn es ihnen schlecht wird oder so weiter. Ja. Aber wenn wir ihnen dann diesen Raum öffnen und sagen, okay, jederzeit, wenn du rausgehen machst, kannst du das machen, ist es, ja, hat es noch nie passiert, dass da ein Mädchen mit Migrationshintergrund dann auch rausgegangen ist. Ja. Ja. Die Workshops macht ihr mit Mädchen und Burschen mit Rennen? Wir haben verschiedene Workshops. Wir kommen immer als Mann-Frau-Team. Und wir haben Workshops, wo wir
also mit Schwerpunkt Sexualpädagogik, wo wir zuerst so einen gemeinsamen Teil haben, Mädchen und Burschen, und uns dann trennen. Und wir haben auch einen Workshop, so einen Burschen-Workshop und einen Mädchen-Workshop, wo eben mit der Klasse der männliche Kollege mit den Burschen und die weibliche Kollegin dann mit den Mädchen arbeitet. Aber es findet immer eben auch Elternabend vorher statt. Jetzt noch Fragen? Wie lange ist denn die Wartezeit für diese Workshops? Ja, also für, wir haben schon die Warteliste eröffnet für dieses Schuljahr sozusagen. Also wenn Sie Workshop gerne hätten, bitte so früh wie möglich melden. Bieten Sie Volks- und Schulen an, oder? Wir bieten auch Kindergärten-Workshops an, wobei wir da nicht direkt mit den Kindern arbeiten, sondern nur mit den Eltern und den Pädagoginnen. Sexualerziehung machen wir ab der dritten Volksschule, weil vorher einfach die Bezugspersonen wichtiger sind zu dieser Thematik als Fremde, die von außen kommen. So ab dritter, vierter Volksschulklasse wird es dann schon interessanter, ist dann Mama und Papa nicht mehr so gefragt, wenn es zu diesen Fragen geht. Das wird dann schon peinlich. Auch sehr unterschiedlich. Also wir haben Workshops mit Schwerpunkt Missbrauchsprävention. Die ziehen Sie, das ist ein längeres Projekt, da gibt es eine Vorbesprechung, da gibt es einen Elternabend, da gibt es ein Coaching mit der Pädagogin. Die Pädagogin sollte dann eben auch Sexualerziehung mit den Kindern vorab machen, dass wenn wir kommen mit Missbrauch, mit der Thematik, das nicht das Erste ist, was die Kinder hören dazu, sondern erst dieser positive Zugang gelegt wird überhaupt, bevor wir eben mit Negativen einsteigen, sozusagen. Dann gibt es 2 Workshop-Tage mit den Kindern und dann haben wir noch eine Nachbesprechung. Das sind die Workshops Schwerpunkt Missbrauchsprävention, und dann gibt es auch Workshops Schwerpunkt Sexualerziehung. Da gibt es einen Elternabend und 1 oder 2 Workshop-Tage dann mit den Kindern. Wie schaut es mit den Kosten aus von diesen Sexualerziehungsworkshops? Ja, das kostet was, 185 Euro pro Klasse. Für diese 2 oder 3 Termine? Mhm. Das zahlt sich aber auch, ich kann aber da ansprechen. Wir haben schon gemacht. Also ich sage das jetzt, NMS. Bitte, Klasse, vierte. Ja. Wenn keine Fragen mehr da sind, darf ich auch noch, ich habe ein Folder mitgenommen. Wir bieten auch so Fachtage an zu Thema Sexualerziehung, Missbrauchsprävention, sexuelle Übergriffe unter Kindern, pädagogische Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund etc. etc. Und das ist unser normaler Workshop. Ich glaube, da haben wir noch Fragen. Nein, wir müssen einen Folger haben. Wir haben nicht gesehen, dass da mehrere sind. Okay. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir machen bitte jetzt 10 Minuten Pause. Um 3:30 geht es noch bitte weiter mit der Melanie.